Für die vielen Fragen, die die jetzige Ausnahmesituation stellt, ja, ist auch besonders zentral die ökologische Frage, ne, und das Thema der Nachhaltigkeit. Wenn der französische Präsident Macron sagt, ja, wir befinden uns in einem Krieg, ja, dann hat er nicht beantwortet, welchen Krieg. Ja. Ist es der Krieg des Staates gegen seine Bürgerinnen und Bürger? Ist es der Krieg der Menschen gegen die Natur? Ja, ja, oder ist es der Krieg der Natur gegen den Menschen? Ja. Ich würde sagen, die ökologische Krise, die Klimakrise, die wir bisher erlebt haben, hat das eine der Effekte eben gerade das, dass eben wir nicht nachhaltig genug gewesen sind. Dadurch war es ermöglicht, dass so eine Virusepidemie entstehen, eine Pandemie entstehen kann. Das heißt faktisch, wir haben einen Krieg geführt gegen die Natur durch Massentourismus, indem wir eine extrem übersteigerte Mobilität hatten, Flugzeuge, Schiffe, wir haben Cruisers. Ne? Ja. Und die Leute haben diese riesigen Schiffe geduldet, ohne nachzudenken, dass wir auch das Wort haben, Cruise Missile. Ne? Ja. Das heißt, diese riesigen Touristenverkehr mit diesen riesigen Schiffen, nur als Beispiel, war schon eine Art Waffentechnologie gegen die Natur. Ja. Und klarerweise kommt es so, dass man dann auch diesen Krieg in der Natur verlieren kann. Ja. Und durch diese globale Mobilität, wie effektiv, kann sich eben durch Flugzeuge, Schiffe, Bahn, kann sich immer wieder schnell ausbreiten. Ne? So kann es passieren, dass eben ein Virus, der in der chinesischen Stadt ausbricht, ganz Europa lahmlegt. Ja? Das heißt, das ist ein weiterer Beleg dafür, dass sie das Problem der Nachhaltigkeit nie ernsthaft in Angriff genommen haben. Also jetzt befinden wir uns in einem Krieg, aber der Krieg heißt folgendermaßen. Der heißt nämlich, dass die Natur uns zwingt, den Krieg der Natur gegen die Natur aufzugeben. Ja? Wir haben den Krieg gewissermaßen verloren. Wir müssen jetzt ernsthaft nachdenken, wie können wir ein nachhaltiges Denken, ich wiederhole, wir müssen ernsthaft nachdenken, wie können wir ein nachhaltiges Denken endlich einführen in die Ordnung der Gesellschaft und in unsere Beziehung, in unsere symbiotische Beziehung zu unserem Planeten. Das ist der Effekt. Und das wird auch jetzt gemacht mit der Ausstellung Kritiker Sons. Der Ausstellung Kritiker Sons, die wir gemeinsam mit Brunner Natur machen werden, wenn sie auch anders ausschauen wird, eine experimentelle Gedankenausstellung sein wird, anders wie eine bisherige Ausstellung. Dort werden wir genau solche Themen demonstrieren. Ne? Wir werden zeigen, was eben heute, was es bedeutet, in einem symbiotischen Planeten zu leben, was es bedeutet, eben die Themen der Nachhaltigkeit rar durchzusetzen. Ja? Und das wird nicht nur gemacht in einer normalen Ausstellung, sondern in einem experimentellen Format, das durchaus sehr virtuell und sehr online sein wird.